Aber ich bin ein Gott. Ne? Aha, Gegner haben gleich die Festung komplett. Ja, Mann. Und D auch. Und C kippen sie auch schon. Was ist das? Das ist eine spaßige Runde einfach nur. Ach, da ist es Ray. Da ist ein Typ im Auto noch und schießt MMG. Der brennt, der MMG hat gebrannt. Ah, jetzt kommt ein Landship. Du kannst euch kein Holz durchbringen. Mit dem Auto. Mit dem Impact. Mit dem Auto. Gut, mal C4 Cars. Ja, ich wurde von der Kavallerie gerappt. Ein HP! Ein HP! Tank, Mann. Ich raste aus, Alter! Ich hab ihn geheadshot, no-scoped. Ich hab nur einen Kill-Assist bekommen, natürlich. Ich wollte dich gerade raffen. Ich würde sein. Achso, okay. Bin ich nie richtig mitbekommen. Er ist halt wieder typisch Kavallerie-mäßig halt einfach nur mit F spammen durch die Gegend gelaufen. Halt oben im Haus, ja. Ne, man. Ein guter Kavallerie. Du kannst halt nicht gewinnen gegen eine Kavallerie, wenn die auf Close Range so auf dich zukommt. Also du headshots ihn richtig hart. Also du drückst einen Lucky Headshot und drückst dann selber F. Ja. Aber ich finde... Wow, der ist überhaupt nicht nah mit dran gewesen, aber rape mich halt. Kavallerie. Ja, man, Horse killed. Kriegst du mich dann? Oh, super. Ja. Mit Fredder gespielt ist immer richtig angenehm. Das stimmt. Oh Gott. Ich meine, Fredder wird dann zwar nicht so oft gewaffed wie wir, aber wir holen ihn ja auch noch immer öfters mal. Am besten ist, wenn Junda, Max und Jakob. Junda, Max, Jakob. Einfach. Ja, du stirbst eigentlich nicht mehr, außer als wenn alle drei von dem Flieger getötet sind. Jakob tendiert in letzter Zeit eher Richtung Sniper. Ja, das stimmt. Weil Jakob seinen Platz, glaube ich, noch nicht so wirklich gefunden hat irgendwie. Nee, ich habe. Er switcht immer mal wieder. Er spielt auch sehr gerne Support. Ja, er spielt auch auf Tank, oder nicht? Oder Bavarus, Tinnitus. Max auch. Boah, die beiden. Also Max gefällt Tank jetzt in dem Spiel nicht mehr so, aber... Bei ihm spawnt einer mit dem Shosha. Nee. Ich hab meine Rolle im B4 oder Ende BF3 gefunden. Ja. Fredrik hat auch schon immer Medic gespielt. Ich hab meine auch im BF3 gefunden. Deine Nicht-Rolle. Ah, einfach alles spielen. Mhm. Ja, ich hab auch einfach alles gespielt früher, mir war scheißegal. Weiß nicht. Der Typ spielt auch noch einen Shotgun auf der Map. Medic war immer so schön OP. Und jetzt ist Medic... So schön nicht OP. Balanced. Ja, das ist ja dann keine Challenge mehr. Wenn man mit einem 16 rumrennt und 10 KD spielt, also. Ja, also das war ein BF3 schon relativ easy auf Rush, zum Beispiel mit dem 16 KD. Für manche Leute war es ein Challenge, ja. Für mich. Bro, IK war ja auch ziemlich effektiv. Was hat Sniper in dem also direkt geradeaus dann, liegt auf dem Boden. Ja, an sich war AIK sogar besser, aber M16 ist sorry. Halt Vollrate. Und beste Waffe ist eh immer noch G3 beim Assault. Nein, Farmers, Alter. Nee, G3. M16. So ein fucking Beast. Oder wenn du die DSC hattest, dann vielleicht die ACW oder so. AN94 war ACW, das Beast. War eklig. AN94 ist meine beste, also meine Lieblings-Medic-Waffe gewesen. Oder KH, einer von beiden, Feuerstoß. Gefühlt keinen Schaden gemacht. Was? Finde ich. KH? KH. Ne, die ACW. ACW, ja. Ja, das ist... Sie hat halt 27 Bullets und nicht irgendwie 30, aber die war... Wie mit Papierkugeln schießen. Die hat nur 20 Damage gemacht, glaub. Oh Gott. Ich hasse Sticknades. Hab ich mal gesagt. Also, wenn man jetzt... Ah, Leute, dein Kit ist genau die gleiche Flugbahn geflogen wie du. Ja, aber beim Pio war eh M-Tau oder M4 oder G36. Ich hab G36 gespielt, von wie mein Lieblingswaffe. Und ein Header. Die random irgendwo in der Gegend einen Sniper rum. Am Fluss irgendwo Richtung E hinten. Ich werde sterben, bevor ich dich hab. Ach komm schon, nein. Ja, Frederik, Palme. Du musst dich wahrscheinlich hinlegen, wenn ich in der Palme liege. Ja, ich hab das noch nicht so raus mit dem Raffen. Oh lol, du hast sogar irgendein anderes gefunden. Ne? Ja. Und wenn einer irgendwo drin liegt oder nicht gerasht werden kann, einfach reinlegen die Leiche. Ja.
Es geht bei allem bis auf bei Büschen. Da geht es gelegentlich nicht. Oh, und bei den Kisten, hier Kisten Fort, und Sandsäcke. Fort, wo? Bei D da. Ah, an der Stelle, da geht's auch nicht, oder? Ja, genau, da geht's auch nicht. Gut, da liegst du halt auch nicht in der Stelle, die blockiert, sondern ja. drauf. Ja. Ja, dieses. Also mal zu den Rollen, ja. BF3 erstmal viel Medic gespielt, damit ich schönes Aim mit den Fallout-Waffen habe oder einigermaßen cool ist und dann einfach nur gesniped zum Schluss. B4 auch und im Spiel auch nur gesniped. Dann hatten wir wenigstens noch ein bisschen Aim mit den normalen Waffen. Also. Ja. Wenn du ein guter Sniper bist, ist es mit den anderen Waffen easy zu spielen eigentlich. Ja, ist mit allen. Es fühlt sich am Ende alles gleich an. Weil Recoil Control in BF ist schon relativ easy eigentlich. Ja, tappen. Und dem einfach nur Dauer feuern. Okay. Hast du eine GIF gesehen, dieses Update? Das ist fies. Hast du das Waller-Video angeschaut? Mhm. Ja, was ist denn das? Das ist einfach so abartig ungenau, die ersten 10 Schuss. Und dein Laser. The fuck? Wieso? Ja, vor allem gehen, es ist super, um irgendwas hier zu halten und dann um Dicks an die Wand zu machen. Ja, also an sich kann ich mir das schon vorstellen, dass das vielleicht schon was ganz cool sein kann jetzt auf das 2 zum Beispiel, wenn Gegner B rushen, einer beim Car steht und das halt hört und der andere schon Dauerfeuer macht, wo es um die Ecke kommt. Aber sonst... Warum? Ja. 1 gegen 1, du musst erst mit 2 Kunden schießen, bevor es töten kann. Ja, du musst halt schon mit Dauerfeuer um die Ecke laufen. So richtig kommandomäßig, ja. Oh Gott! Hast du. Lol, what the fuck, wie hat er mich nicht? Nicht mehr nachfragen im Spiel. Einfach einer dieser Dauerfeuermenschen mit der Automatik um die Ecke kommend. Ich muss heute Abend oder morgen. Ich lade grad noch nach. Ich muss heute Abend oder morgen mal die ganzen bescheuerten Sachen zusammenstellen, die ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht so lustig, wie man es sich vorstellt, aber einfach ein paar bescheuerte Sachen dabei. Ja, ich habe da auch noch 500 GB Aufnahmematerial. Aha. Da hätte ich richtig Lust drauf, das alles zusammenzuschneiden. Ja, Mann, ja eben, das sammelt sich an, dann hast du echt keinen Bock mehr. Ja, du musst es halt gleich machen. Wenn ich irgendwelche Gaps habe, dann wende ich die gleich, wenn zumindest die Clips zusammenschneiden oder sowas. Erstmal die Clips aus den 20 Minuten langen Shadowplay-Aufnahmen rausholen. Ja, das ist meistens ja am Schluss, also. Das ist halt schon nicht sehr komplex. Schon, aber wenn du es dann halt doppelt renderst, dann muss es halt schon in der höchsten Qualität rendern und dann brauchen die halt mal 5 Minuten gut, so ein kurzer Clip. Ja, noch das kleinste Problem, das Rendern. Nein, das ist irgendwie das, was am meisten Zeit braucht. Oh, ich glaube, das Ding fast am meisten braucht nicht hier am Schluss rendern. Ja, das... Oh. Ach komm schon, das Bein... Der hat Collateral. Muss ich gucken, was ich zusammenschneide. Meine, ich mache ja daraus keine 10, 15 Minuten Flippen und 3-4 Minuten Flippen. Field Gun. Aber ich würde irgendwie vom Python geholt, ich fällt mir gerade auf. Ah. Ja, irgendwie war zum Anfang schon keiner. Bei 7, also Junda. Ja. Wie langweilig. Das ist ja mal richtig low. Lass dich mal besser öfter töten. Nicht mal. Auf zu laggen. Auf zu lenken, Mann. Irgendwann mach ich euch alle fertig, ey. Wann? Wenn in deinem Kaff mal Glasfaser verlegt wird? Im 23. Jahrhundert? Ach du. Ich könnte meinen Vater auch manchmal hassen, Alter. Ich hab gehört, dass wenn wir es treffen, das erstmal alle eine reinhauen. Also ich und Basti wollten das sowieso machen. Ja. Schlägerei. Erstmal Schlägerei. Nicht mit Messerschnitt gereift. Es klingeln einfach 5 Leute auf Freck an der Haustür, ja. Und dann geht's los mit dem Kloppen. Da liegt einer mit einer Fieldgun mit einem Shosha. Und ich renn rechts vorbei. Einfach so rum. Ja, okay. Ne? Ja, aber wenn wir das machen, dann muss Max dabei sein. Und der steht da vorne und wir zu 5 oder sowas dahinter. Und Max klingelt da. Ja, alle direkt dahinter, dass man uns nicht sieht, wa? Ja, ich frag so meinen Vater, können wir nicht von O2 zu Unity Media wechseln? Ich meine, wir zahlen ja auch zu viel. Papa, wollen wir nicht mal zu Frederik gehen? Kloppen. Ja, schon Festvertrag gemacht, 1,5 Jahre. Ich so, ah, schön, super. Als ob du dich über dein Internet aufregen kannst. Ja, ich hätte schon mehr als 10k.
Und du zahlst hier 30 Euro im Monat, also bitte. Und dann noch für mobile Daten, jede 100 MB, die dir vergehen, zahlst du nochmal 3,99 drauf. Toll. Okay. Nur wenn du halt drauf anforderst, aber das ist halt trotzdem Bullshit. Ich habe 1 GB nochmal mobile Daten beim Vertrag. 100 MB, beste Leben. Ich meine, du brauchst es einfach nicht. Ich habe halt den Vertrag, ich habe halt Prepaid-Karte. Bezahle ich 9 Euro im Monat, ist wahrscheinlich noch relativ viel, aber noch egal. Ist ein bisschen. Vor allem, ich habe auch noch H Plus und das Ding ist richtig langsam. Kann dir nicht mal mitladen. Und für meine Internet so bezahle ich halt, wie viel waren es? 20 Euro im Monat, 16.000er Leitung mit 8.000 Upload. Ja. Obwohl ich eigentlich nur 1.000 Upload haben dürfte, habe ich 8.000. Oh, fuck, was war das gerade für ein Rave? Die Flaggen hier, finde ich ziemlich gut. Ja, an sich ist es eher am sinnvollsten, wenn irgendwo Unity Media gibt, einfach Unity Media. Also mein Onkel zahlt noch 25 im Monat mit 100k. Ja, ja schon, das ist so ziemlich günstig, was man kriegen kann, Unity Media und die die Kundenservice ist auch ganz gut eigentlich. Außer die Telekom hat bei dir die Glasfaserkabel verlegt, so bei uns. Ja, schon. Alles andere, du kannst nichts anderes mehr haben außer Telekom, weil alles andere 3 oder 4 Mal so teuer ist. Absolut lächerlich, wie viel Geld die Telekom dafür haben will, dann, also um deren Glasfaserkabel zu nutzen. Mhm, ich hab Vodafone. Ich hasse die Telekom einfach. Ist halt wirklich so, als bei Unity Media kriegst du für 25 bis 30 Euro kriegst du 100.000er Leitung oder noch mehr. Ist richtig krank, Max, also Attackmann zahlt glaub für seine 200k hat er glaub, oder 250, jetzt hat er glaub 30 im Monat. Telekom sieht man halt schön, wie schlecht Monopolbildung ist. Mhm. Ja. Einfach nur... Aber wir werden outcapped. Mhm. Ja, wir werden echt outcapped. Ja. Ich meine, davor war es ja schlimmer bei mir. Ich hatte öfters High Ping, was weiß ich, Packet Loss, 6K. Ja, ich meine, ich bekomme auch manchmal immer noch High Ping, aber selten. Ja, da stecke ich dann als gut halt nur kurz neu und fertig. Ja. Welches Telefon war das jetzt bitte? Interessant, Mann. Echt? Ich hab gedacht, bevor wieder Telefon... Ach ja, Fredericks war so komisch. Das war nicht Fredericks. Ist das wie eine Arztpraxis, ja. So. Da übt schon mal für später. Von hinten, oben. Der Burg. Die spawnen da rechts von dir und links von dir. Ja. Mhm. Jolo. Oh, das war die God Impact einfach nur. Oh mein Gott, sind auf C viele Leute. Mann, Friends. Wir pieken aber den Instant Grave von mir, der Frederik. Oder zusammen. Oh, hier liegt eine Bandnote im Wasser. Physics. Ja. Gut, sagen wir es so, wenn die Brandnade im Wasser noch brennen würde, das verstehe ich ja noch, weil Benzin brennt ja auch im Wasser noch, aber das sind ja auch dann weitergehend Schaden macht und sind nicht irgendwie gelöscht, wie das... Ich hab den Typen. Okay. Ich hab einen Double mit der Impact gemacht sogar. Versorger. So, was macht ihr da? Das war richtig bescheuert. Ich war etwas irritiert, dass der da stand auf einmal. Oh Gott, nein, hier piek ich doch nicht. Ah, pieken. Rape-Runde. Boah, nur auf... wenn sie nur noch D haben. Macht euch bereit, Leute. Das wird Rape. Loop up. Face up.
Der ist tot. Hat der Typ schon mal Systemanforderungen angeschaut? Ich bräuchte Ammo. Ah, hier liegt Ammo. Perfekt. Man muss es sich nur laut wünschen, ja. Man muss nur dran glauben. Ich hätte gerne einen besseren Aimbot. Aber. Besser Aimbot ist. Hast du schon. Bot. Ja. Spot ist es. Erstmal 50 Punkte fürs Gute. Was keinen, oder wie? Ja, glaubst du. Das kannst du gar nicht glauben, oder? Dass jemand nicht hackt. Ja, also. Jetzt hat er auch angefangen zu hacken. Beste Line von Basti. Oh ja. Erstmal Hafti sind mit 10 AKT spielen. Oh, 2017. Ja, 10. Akzeptabel. Da komm ich nicht mehr drüber weg, Alter. So wie Max Qualquappe oder so ein Zeug. Qualquappe, ja. Beste. Dass ich mal irgendwann was weiß, was Max nicht weiß, ja. Ja. Bin ich glaube davon ausgegangen. Rüber, oder? Würde schon sagen. Kannst du einen Bayonet Charger im Wasser? Wie zwei. Ehrlich, dass das geht. Ich spür's aber durch jemand durch. Hab ich im Freddy gehabt. Und dann unter Wasser. Wenn du spottest, dann hältst du mal so ganz kurz deine Waffe. Yes. Ich warte ja darauf, dass der Dreadnought uns im Wasser einfach mal raped. Überfährt. Ja. Weißt du noch, als mich der Rain immer dieses Boot überfahren hat? Das war gut. Oder als Rain immer auf Quende dieser einen Typ mit der Shotgun in der Kuhle lag. Das eine Mal? Ja, ich hatte es passiert irgendwie öfter. Ich geh erstmal die Anti-Rapen. Und die wird mich sowas und töten, pass auf. Okay, du kannst doch nicht jemanden rapen, knifen. What the fuck? Nein. Du kannst doch nicht jemanden rapen. Wie kann man denn rapen? Scheiß Granate, Mann. Wie kann man denn rapen und knifen verwechseln? Ah, ist doch fast gleich. Komm, der Mist. Wenn ich auf unsere drei Leute hier am Boot gesprungen. Ja, YOLO. Über dir. Er ist nicht tot. Ah. Unten einer. Genau, er kommt hoch. Tot. Warte, ich komme. Oh mein Gott, da sind nochmal drei Leute. Down. Und Trümmern erschlagen. What the fuck? Jo, da hatte der Dreadnought keinen Bock mehr auf uns. Laut. Fuck! Weg hier! Nein, hier unten ist eine Brandgranate vom Eingang. Jetzt rein hier. Nein, die Brandgranate hat mich angehittet! Komm, Brandek! Lauf! Nein, hinter dir! Raff mich und dann lauf, dann kommt rein! Er kommt! Nein! Oh mein Gott! Oh mein, ich hab dich zweimal mit meiner Rap-Spritze verfehlt. Gott, Medic. Oh mein Gott. Einer meiner besten Moments. Oh, es kommt ein Medic. Echt? Mal schauen, ob es schnallt. Mal schauen, ob es schnallt. Als ob er dich da unten rifft. Ey. Lol. Nee, oder? Ich wurde gerifft. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da gerifft werde. Ich auch nicht. Aber ich wollte gerade einen Schluck trinken. Das ist einer hinter dir runtergesprungen, Frederik. Also was geht gerade ab, Alter, nur.
No random shit gerade. Mein Leben ist eine Flamme vergespawnt und wenn ich ihn nicht nehme, werde ich es bereuen, weil sich ein Gegner holen wird. Mann, ich! Was ist hinter mir? Oh man, hier standen irgendwie viele, zu viele Leute oben drauf. Da stand ein Typ für ein Sandy in der Ecke! Wo? Wo ich gestorben bin. Auf der Treppe! Komm. Da stand! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal schauen, ob ich das überlebe. Oh, da sind drei Leute und aus dem Gang rausgekommen. Was? Oh Gott. Oh mein Gott. Och man, die... Ich bin so down hier. Frederik, war schön, dich gekannt zu haben. Hey, der ist vor mir in dem Eck. Ja. Mal die... Die Pre-Impact, der hat Low HP. Ich dachte schon, der hat dich jetzt gemeint. Gut, dass ich kein Damage davon bekommen hab. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen clearen, bevor ich dich werfe. Ja, ja. Nein, 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 nein! Ach man! Oben rechts auf dem Turm. Ja. Gib mir. Oh lol, du. What? Oh nein. Oh man, das ist ein Hurensohn. Und noch einer. Ich leb noch! Nein! Oh mein Gott, das wird mir gerade alles ein bisschen zu stressig. Nicht nur dir. Wenn der hinter dir! Oh man, hinter dir! Was ist das? Wo zur Hölle kam der her? Der ist einfach Turm runtergesprungen, warum war plötzlich da? Ah, hier wow, der hat die Äthiopien. Boah, was war das für ein Rape? Alter. Harter Rape. Das sind sowieso nur noch 9 Tickets, ne? Ja, nochmal von irgendwo einen Headshot bekommen. Ja, Mann. So wie der Gegner da hinten. So wie der. Oh, der Dreadnought ist gerade da umgegangen. Der hat schon eine Weile. Hat unser Boot vorhin geraped, als er noch Rape auf der Flagge war. Ah ja, er ist untergegangen jetzt gerade. Das war dieses Geräusch. Animation vom Dreadnought ist halt eine halbe Stunde lang oder so. Moment, wenn du von einem random Teammate gewackt wirst.